Sie beide. Sir. Treppe runter. Da brauchen Zivilisten ihre Hilfe. Ja, Sir. Sir, General Lafayette ist nebenan. Soll das ein Witz sein? Gibt es eine einzige Frau in dieser Stadt, die er nicht verführen will? Er ist jetzt dein Problem. Versuch nicht zurückzubleiben. Lafayette. Ah, Monsieur. Ich muss mich um diese Dame kümmern. Marquis. Ihre Aufmerksamkeit wird woanders erfordert. Seien Sie versichert, Mademoiselle, dass mich nur mein Treueschwur davon abhält, Ihre Einladung anzunehmen. Oh, Marquis, Sie dürfen jetzt nicht gehen. Meine Dame, ich fürchte, ich muss gehen. Die Pflicht ruft. Der Franzose. Ganz reizend, oder nicht? Ist mir nicht aufgefallen. Das liegt daran, dass Sie kein Franzose sind. Sie sind der amerikanischste Franzose, der mir je begegnet ist. Meine Geliebte ist die Freiheit, mon ami. Ein echter Ritter muss seine Leidenschaften zügeln. Ohne Leidenschaft, Monsieur, kann ein Mann nicht kämpfen. Wir kämpfen nicht gegen Männer, Marquis. Männer, Halblüter, was ist der Unterschied? Vive la liberté! Percival. Seltsam. Gehen wir. Na endlich. Marquis, Sie und Lady Egray nehmen diesen Eingang. Ich gehe durch diesen und suche nach weiteren Entflohenen. Oui, Monsieur. Sir. Warum müssen die sich immer trennen? Luftkommando an alle Ritter in der Umgebung von Mayfair. Die städtische Polizei hat nun alle betroffenen Gebiete abgesperrt. Die Sentinels führen ihre Suche aus der Luft fort. Wir alarmieren euch bei jeglicher Sichtung der entkommenen Patienten. Bestätigt. Ich mag das nicht, in so dunklen Gängen alleine rumzulaufen. Ist so dunkel. Hey, Männer! Das ist die Stadt! Briggs, ich bleibe auf meiner Position. Wir haben uns angefehlt. Galahad, machst du Fortschritte? Ich bin im Generatorraum. Lafayette und ich haben beschlossen, uns aufzuteilen. Oui, Mademoiselle. Aber ich bin noch nicht auf Widerstand gestoßen. Ich auch nicht. Ich hoffe, das bleibt so. Hier ist auch bestimmt voll... Also entweder ist es hier voll kalt oder es ist ekelhaft warm. Eins von beiden. Ich kann es nicht so ganz sagen. Jetzt gibt es hier Kletter-Action. Patsch, patsch, patsch. So. Sagte ich mir doch, dass ich eher hier bin. Ach, okay. Ich dachte, ich müsste jetzt schon umschießen. Schon vergessen? Die Jugend gewinnt immer. Werkzeug. Werkzeug. Irgendein Brett. Hoch. Los. Ah!
Alemann. Einer der Flüchtigen ist ein Halbgüter. Oder auch mehrere. So, jetzt kommt die Stelle, an der ich wahrscheinlich Probleme haben werde. Mademoiselle, sind Sie bei seiner Position? Mein Weg ist versperrt. Könnte etwas dauern, bis ich bei ihm bin. Weil ich immer versuche... die Viecher zu oft zu beschießen und dadurch nicht gut genug ausweichen kann. Aber das läuft, glaube ich, ganz gut. Okay, der ist tot. Jetzt müssen wir schnell zu dem hinlaufen und den erstechen. God of War Style. Und ich werde dieses... Bestätigtes Ziel bei mir! Wahrscheinlich werde ich diese Dinger immer Werwölfe nennen, weil ich habe die auch damals immer Werwölfe genannt. Scheiße, Mann. Ich hasse diese Viecher. Ja. Ich glaube, wenn er mich jetzt noch einmal kriegt... Ich dachte, das wären nur zwei. Ich muss hier weg. Warten Sie, ich bin fast da. Ja. Fuck, Mann. Okay. Also es war eben gerade, war das sehr, sehr knapp, dass ich... Monsieur! Was ist passiert? Die meisten sind erledigt. Der Letzte ist entkommen. Die Grain, die Bogenkanone. Ich gehe auf die Straße und verfolge ihn. Ihr zwei, da lang, Weg abschneiden. Verstanden. Also als der eine mich da gekriegt hat, der Letzte, da war kurz davor, dass ich gestorben bin. Diese Bogenkanone, die ist auch so geil. Ich mag das irgendwie. Auf jeden Fall müssen wir uns jetzt ein bisschen... Also was heißt, wir müssen uns beeilen? Ich glaube, wir müssen uns beeilen. Aber ich glaube, das ist alles so Checkpoint-mäßig hier irgendwie. Wie lang? Ja. Ist auch alles sehr schlauchig gehalten. Aber ich finde, das macht dem Spiel nichts. Ich finde das ganz gut, dass es so schlauchig ist. Los Alles in Ordnung? Ja. Percival, wir haben die Bedrohung hier neutralisiert. Gut. Mir ist es gelungen, einen der Halbgüter zu erwischen. Wir treffen uns an der Hauptstraße. Bestätigt. Los geht's. Was sollen wir mit ihm tun? Westminster, in die Katakomben. Wir kümmern uns später um ihn. Ah, Sir Percival. Dachte ich's mir doch, dass die Ritter Ihrer Majestät in diesen Tumult verwickelt sind. Wir rechneten mit einem Angriff der Rebellen, Commissioner. Eine elementare Vermutung. In diesem Fall könnte das hier von Interesse sein. Whitechapel. Reine Indizien, natürlich. Für mich ist das ein Beweis. Nun, Indizienbeweise können so ihre Tücken haben. Mein lieber Sir Percival, man hält die Beweislage für eindeutig. Doch verlagert man den Blickpunkt,
zeigt alles womöglich auf ebenso eindeutige Weise in eine vollkommen andere Richtung. Bitte, Sie haben mich neugierig gemacht, Commissioner. Nun zuerst die Rebellion und dann dieser Jack und die Rippermorde. Mhm. Und dann das hier. Finden Sie es nicht auch seltsam, dass Whitechapel im Epizentrum all dieser Rätsel zu liegen scheint? Wir gehen jetzt jedem Hinweis nach, wissen Sie? Wir treffen uns in 2 Tagen im Rat. Es wäre uns eine Ehre, wenn Sie Ihre Funde präsentierten. Erwarten Sie mich in Westminster. Hier drüben, Sir. Entschuldigen Sie. Wo warst du? Der Londoner Verkehr. Mon General, was ist mit den anderen Halbblütern im Hyde Park? Wir müssen sie verfolgen. Nein. Mais notre devoir est de les poursuivre, monsieur. Marquis, nous ne chassons pas des Anglais sur le nouveau continent. Votre témérité sera requis à un moment opportun. Oui, mon général. Ich werde Ihren Rat beherzigen. Sie werden sicher verstehen, dass dies vorerst eine Sache der Polizei bleiben muss. Natürlich. Hier stimmt was nicht. Die Unterwelt in Whitechapel gewährt der Rebellion Unterschlupf. Genau das beunruhigt mich. Und wieso sind so viele Halbblüter in Bedlam? Manche Dinge müssen wir selbst herausfinden. Ihr habt den Commissioner gehört. Es ist jetzt Sache der Polizei. Ritter überlassen ihre Autorität nicht den Bürokraten. Percival hat recht. Diese Sache muss vor den Rat. Jahrhunderte sind vergangen. Doch unser Orden hat unerschütterlich seine heilige Mission verfolgt. Das Gleichgewicht zwischen Menschen und Halbblütern zu wahren. Dies war das Ziel unseres Gründers, König Artus. Möge sein Name in alle Ewigkeit strahlen. Ist es wahr? Hat der Lordkanzler an Artus Seite gekämpft? Das sagt die Legende. Heute wird dieses Gleichgewicht von einem neuen, ebenso schlimmen Übel bedroht. Der Rebellion. Solange ihr Feldzug der Anarchie und des Schreckens noch andauern kann, wird die lykanische Seuche, die unsere Stadt infiziert hat, immer unerträglicher werden. Der Lordkanzler stimmt also der Dringlichkeit einer Mission in Whitechapel zu? Whitechapel ist Angelegenheit der zivilen Behörden. Als der edle Artus sich gegen den römischen Kaiser Lucius auflehnte, hielt er sich auch nicht mit Fragen nach der Rechtmäßigkeit auf. Geben Sie mir keine Geschichtsstunde, Sir Percival. Ich habe mehr Geschichte erlebt, als Sie es hier tun werden. Ich erinnere alle Ritter hier, dass diese Gefahr nicht nur von außen, sondern auch von innen droht. Wir müssen gemeinsam wachsam sein. Sonst werden unsere Ränge durch jene vergiftet, die vernichten wollen, was uns heilig ist. Niemand kann sich dem Einfluss der Rebellen entziehen. Sicher will der Lord Kanzler Sir Percivals Loyalität nicht in Frage stellen. Dieser Orden hat Sir Percivals Rat lange Zeit sehr geschätzt. Doch diese Situation erfordert Umsicht und gemeinsames Handeln, keinen Aktionismus. Sir Percival hat recht, Lord Kanzler. Die Situation in Whitechapel erfordert unser Eingreifen. Spricht Lord Darwin mit dem Wohlwollen der Peers? Lord Hastings, Lord Danglars. Das tut er, Lord Kanzler. Vielleicht sollte der Rat seine Frage anhören. Also gut. Was sagt der Orden der Ritter Ihrer Majestät zur Angelegenheit in Whitechapel? Ja oder nein? Nein! Also nein. Dieser Rat ist aufgelöst. Unser Orden wird zu vorsichtig, Grayson. Diese Tatenlosigkeit schwächt uns. Hör auf, Sebastian. Scheiß auf die Vorsicht. Sir Percival ist sehr aufgebracht. Wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hat, sollte man ihn nicht verärgern. So, und damit machen wir hier erstmal Pause. Denn ich wollte heute auch nicht so lange aufnehmen. Und jetzt sind wir am Anfang des zweiten Kapitels und ich finde das eigentlich eine ganz gute,
ganz gute Idee, dann hier Schluss zu machen. Ich hoffe mal, dass euch die erste Aufnahme schon gefallen hat. Und ja, vielleicht kennen die Leute, also ein paar Leute von euch das Spiel noch gar nicht. Und vielleicht gefällt es euch ja. Also mir gefällt es sehr gut. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!